Also, es freut mich, dass ich diesen Workshop durchführen darf. Ich werde versuchen, mich einfach und klar auszudrücken, und ich werde nebst den Daten, die ich Ihnen geben werde, auch Patientenbeispiele bringen, um das Ganze ein bisschen besser zu illustrieren. Wenn ich so Kollegen, die nicht in der Onkologie tätig sind, frage, was heißt denn ein Hodgkin-Lymphom, dann kommt so die Antwort, ja, Lymphdrüsenkrebs ist bösartig, sind junge Menschen, die brauchen eine Chemotherapie, werden bestrahlt und haben eine gute Prognose. Und ich weiß auch nicht, was das genau ist. Das sind so die Antworten, die ich von Kollegen habe. Was heißt nun ein Hodgkin-Lymphom? Ein Hodgkin-Lymphom ist eine seltene Erkrankung, also 270 Fälle pro Jahr in der Schweiz. Verglichen mit dieser großen Zahl von Fällen, die wir jedes Jahr sehen. Es sind etwas mehr Männer als Frauen betroffen, und es gibt auch Todesfälle. Die Prognose ist zwar gut, wenn ein Hodgkin-Lymphom behandelt wird, aber es gibt jedes Jahr auch Todesfälle. Das sind die hier aufgezeigt werden. Das sind nicht die neu diagnostiziert werden, sondern das sind Patienten, die schon länger krank sind oder die vielleicht gar keine Therapie erhalten können. Das Hodgkin-Lymphom gehört eben zu den sogenannten bösartigen Lymphdrüsenerkrankungen, kommt schon bei sehr jungen Patientinnen und Patienten vor, aber auch bei älteren Menschen. Und die Behandlung ist sehr unterschiedlich und vom Stadium und den Risikofaktoren abhängig. Wichtig ist, die Behandlung sollte nur an Zentren mit einer großen Erfahrung durchgeführt werden. Und Patienten werden in einem sogenannten Tumorboard oder an einer Lymphomkonferenz besprochen, wo eine Behandlungsempfehlung abgegeben wird. Gibt es Risikofaktoren? Ja, die gibt es. Zum Beispiel eine chronische Epstein-Barr-Virus-Infektion. Das ist das Virus, das auch das pfeifersche Drüsenfieber macht. Das alleine reicht aber nicht, weil viele von uns haben dieses Virus irgendeinmal in sich gehabt oder eine Infektion durchgemacht. Und dass jemand an einem Hodgkin erkrankt, ist doch extrem selten. Was aber doch ein starker Risikofaktor ist, ist eine HIV-Erkrankung. Also Patienten mit HIV haben ein deutlich erhöhtes Risiko, an einem Hodgkin zu erkranken. Und die familiäre Vorbelastung. Ich muss sagen, ich habe jetzt in den 20 Jahren, die ich in der Onkologie tätig bin, nie jemanden gehabt, der zugleich in der Familie auch schon einen Fall gehabt hat. Aber das wird immer wieder angebracht. Wo entsteht denn das Lymphom? Das Hodgkin-Lymphom kann im Prinzip ein bisschen überall entstehen, häufig natürlich in den Lymphdrüsen. Und die meisten haben ein Hodgkin-Lymphom im Bereich der Halslymphknoten oder oberhalb des Schlüsselbeins oder im Bereich des Brustraumes, im sogenannten Mediastinum. Aber im Prinzip alle Lymphknoten, Sie sehen, das sind sehr viele im Körper. An denen können ein Lymphom, insbesondere auch ein Hodgkin-Lymphom, entstehen. Und es gibt auch innere Organe, die betroffen sein können, insbesondere auch die Milz oder die Leber. Welche Symptome macht ein Hodgkin-Lymphom? Das häufigste sind vergrößerte oder geschwollene Lymphdrüsen. Die machen gar nicht unbedingt weh. Also man bemerkt das oder man wird angesprochen, dass da etwas ein bisschen komisch ausschaut. Und Sie sehen im oberen Bild, da ist doch deutlich, dass da im Bereich des Halses respektive im Bereich der Schulter ein Tumor ist. Im unteren Bild ist es vielleicht ein bisschen schwieriger, aber Sie sehen, im Bereich der rechten Halsseite ist etwas mehr Gewebe vorhanden. Das ist so das Häufigste, das schließlich zur Diagnose führt. Aber es gibt auch Menschen, die stellen sich beim Hausarzt vor mit Atemnot oder mit Druckgefühl im Brustraum. Und das kommt häufig von einem Tumor in diesem Mediastinum. Das zeige ich Ihnen später noch. Dann kann ein Hodgkin Fieber machen.
muss nicht, aber kann. Und das Fieber, das kann manchmal 3 bis 7 Tage gehen. Und dann kann wieder eine Woche kommen, wo man kein Fieber hat. Und dann kommt das wieder. Das nennt man so das undulierende Fieber. Es gibt Patienten, die starkes nächtliches Schwitzen haben. Da ist das Pyjama dann durchgeschwitzt. Die müssen das Pyjama manchmal mehrfach in der Nacht wechseln. Und es gibt Patienten, die Gewichtsabnahme haben. Dann unspezifisch bei verschiedenen Erkrankungen natürlich die Müdigkeit, Juckreiz. Das kann auch eine gutartige Erkrankung sein. Was aber relativ typisch ist, ist der sogenannte Alkoholschmerz. Also wenn Patienten mit einem Hodgkin-Lymphom Alkohol trinken, kann es sein, dass die Lymphdrüsen schmerzhaft sind. Wie stellt man die Diagnose? Ganz wichtig, Gewebe. Also man kann nicht anhand des Blutbildes oder eines Röntgenbildes die Diagnose stellen. Es braucht immer eine Gewebediagnose. Und am besten ist, wenn ein Lymphknoten befallen ist, dass man den ganzen Lymphknoten entfernt. So hat der Pathologe genügend Material. Sie haben gehört von Herrn Professor Dienhofer, dass da ganz verschiedene Untersuchungen am Material gemacht werden. Und deswegen ist es wichtig, genügend Zellen zu haben. Und typisch für den Hodgkin sind diese Hodgkin- und Reed-Sternberg-Zellen. Dann gibt es eine Einteilung des Hodgkin-Lymphoms. Es gibt verschiedene Typen. Wenn man vom Hodgkin-Lymphom redet, dann spricht man in der Regel vom klassischen Hodgkin-Lymphom. Das sind 95% aller Betroffenen, die diesen Typ haben. Eher selten ist dieses untere Lymphom mit dem langen Namen. Das wird auch ein bisschen anders behandelt. Und darauf möchte ich jetzt eigentlich nicht eingehen, sondern ich möchte mich auf das klassische Hodgkin-Lymphom beschränken. Und diese Einteilung, die kommt vom Pathologen, also der, der das Gewebe prüft, Professor Dienhofer, der sagt uns, welcher Typ das ist. Am häufigsten sind eben der nodulär sklerosierende Typ, respektive der gemischzellige Typ, und die anderen Typen sind etwas seltener. Das ist interessant, es zeigt uns ein bisschen, wie das Gewebe zusammengesetzt ist. Für die Behandlung selber spielt es eigentlich keine Rolle. Man weiß ein bisschen aus den Studien, dass bei einem nodulären sklerosierenden Typ, das sieht man häufiger im Halsbereich oder im Brustkorb, und beim gemischzelligen kann es eben auch im Bauchraum oder in der Milz einen Befall haben. Und es ist ein bisschen häufiger bei den HIV-Patienten. Also es ist wichtig für die Diagnose, aber nicht für die Behandlung. Jetzt, wie wird ein Lymphom abgeklärt, ein Hodgkin-Lymphom? Wichtig, wie gesagt, die Gewebeprobe, das ist das A und O. Dann brauchen wir eine Blutuntersuchung. Da ist wichtig die Blutsenkung, weil das ist dann für die Prognose und für die Bestimmung der Therapie, die man braucht, wichtig. Dann suchen wir natürlich, hat es eine Blutarmut, das gibt es relativ selten. Das gibt es relativ häufiger, dass der Patient auch eine Blutarmut hat. Und dann suchen wir nach HIV oder Hepatitis. HIV ist es so, da muss gleichzeitig auch eine HIV-Behandlung stattfinden. Und bei der Hepatitis ist es so, wenn jemand eine Virushepatitis hat, dann ist das wichtig zu wissen vor der Therapie, weil diese Patienten können dann mit der Leber Probleme haben und brauchen auch ebenfalls eine Behandlung. Dann sicher das Bild. Also früher hat man Ultraschall gemacht und Röntgenbilder. Dann kamen die Computertomogramme auf und heute macht man bei jedem Patienten auch ein sogenanntes PET-CT. Das zeige ich Ihnen dann. Das ist diese Untersuchung hier und das Gelbe, das Sie da so sehen, das ist ein Tumor im Brustraum, der stark leuchtet, so gelb aufleuchtet. Dann eventuell braucht man eine Knochenmarkspunktion. Das, zum Glück muss man das häufig gar nicht machen. Früher war das Routine, dass jeder Patient eine Knochenmarkspunktion erhalten hat, um zu schauen, ob auch Zellen des Hodgkin-Lymphoms im
im Knochenmark vorhanden sind. Das können wir heute, wenn wir so eine PET-CT-Untersuchung machen, können wir relativ klar sagen, ob das Knochenmark befallen ist oder nicht. Und dann können wir den Patienten diese doch schmerzhafte Prozedur auch ersparen. Dann ist wichtig, wir brauchen eine Stadieneinteilung, oder wir müssen wissen, hat der Patient nur ein geschwollener Lymphdrüse im Halsbereich oder hat er vielleicht mehrere Lymphknoten oder hat er im Bereich des oberen Körpers und des unteren Körpers, also im Bauchraum, Befall oder hat er vielleicht auch die Leber, die befallen ist, die Milz oder das Knochenmark. Wieso ist das wichtig? Also einerseits ist die Prognose natürlich besser, wenn man nur einen kleinen Lymphknoten hat, als wenn man eine Erkrankung hat, die im ganzen Körper ist. Und andererseits wird auch die Therapie auf das Stadium zugeschnitten. Also ein Patient, der ein Stadium 1 hat, der hat eine deutlich kürzere und leichtere Therapie als ein Patient im Stadium 4. Und für die Stadieneinteilung gibt es eben diese Stadien 1, 2, 3 und 4. Und dann wird häufig noch dazu vermerkt, ob der Patient B-Symptome hat. Das ist eben das Fieber, das Schwitzen in der Nacht und der Gewichtsverlust. Und wenn eines dieser Symptome vorhanden ist, dann spricht man von einem B-Symptom. Dann wird es noch ein bisschen komplizierter. Also es reicht nicht nur das Stadium, sondern es gibt noch 4, 5 Risikofaktoren, die wir kennen müssen. Und dann erfolgt die Einteilung in sogenannte limitierte, intermediäre oder vorgeschnittene Stadien. Klar ist, die limitierten Stadien, das sind Stadien 1 bis in der Regel bis 2. Intermediäre sind solche Stadien 1, 2 mit Risikofaktoren. Und was sind Risikofaktoren? Das ist eben ein großer Tumor im Brustraum, im Mediastinum. Das sind häufig Tumoren, die 10 cm oder größer sind. Dann ist auch ein Risikofaktor, wenn ein Befall außerhalb der Lymphknoten vorhanden ist, zum Beispiel in der Leber oder der Milz. Eine erhöhte Blutsenkung, das habe ich schon erwähnt. Und wenn mehrere Areale vorhanden sind, also wenn zum Beispiel ein Lymphknoten im Bereich des Halses und ein Lymphknoten im Bereich, sagen wir, des Bauches vorhanden ist, dann ist das auch ein Risikofaktor. Und Risikofaktoren bedeuten einfach ein höheres Risiko für einen Rückfall und deswegen eine intensivere Therapie. Wie entscheidet man, wenn man jetzt diese Untersuchungen hat? Man hat die Diagnose gestellt, man weiß, welches Stadium es ist, man weiß, ob der Patient Risikofaktoren hat. Wie geht man weiter? Wichtig ist, wir müssen wissen, wie ist der Allgemeinzustand? Hat der Patient Begleiterkrankung oder ist er vollkommen gesund und vielleicht 20 oder 30 Jahre alt? Das macht einen Unterschied. Ich habe Ihnen gesagt, es gibt Hodgkin nicht nur bei ganz Jungen, es gibt Hodgkin auch bei älteren, betagten Menschen und die haben häufig andere Erkrankungen, wie Herz- oder Nierenleiden. Und da kann man nicht jede Therapie geben. Und vor allem kann man nicht die Therapie geben, die man den jüngeren Patienten gibt. Wir behandeln die Patienten in der Regel im Rahmen einer Studie, in der deutschen Hodgkin-Studiegruppe, wenn der Patient dafür qualifiziert. Ich gebe Ihnen nachher noch ein Beispiel dafür. Und was ganz wichtig ist, jeder Patient mit einem Hodgkin braucht eine Vorstellung an einem Tumorboard. Ich erkläre Ihnen nachher, was das ist. Damit alle Daten genau angeschaut werden, damit die Histologie, also die Gewebeprobe, nochmals angeschaut wird und damit ein Expertenteam wirklich sagen kann, was die beste Therapie ist. Bei uns in Liestal sieht das so aus. Wir haben einen Raum, das ist jetzt nur ein kleiner Ausschnitt. Da sitzen meist 20 bis 30 Leute. Und da gibt es vorne einen Radiologen, also derjenige, der die Röntgenbilder vorstellt, und einen Pathologen, der die Gewebeschnitte präsentiert. Und dann erzählt der behandelte Arzt, wie die Situation ist, und wir besprechen anschließend zusammen, was
die beste Therapie ist. Wir machen beim Hodgkin, also bei den Lymphomen, haben wir diese Sitzung in Basel an der Lymphomkonferenz. Und das ist immer eine sehr interessante Vorstellung, wo auch die jungen Kollegen viel dabei lernen können. Wichtig ist, am Schluss ist es eine individuell angepasste Therapie gemäß den neuesten Daten. Und der Patient kann versichert sein, dass er wirklich gut behandelt wird. Das ist ein ganz kompliziertes Dia. Ich möchte Ihnen nur zeigen, dass es eben auch mehrere Möglichkeiten gibt. Das sind die Vorgaben vom Unispital Basel. Und da sehen Sie nochmals diese limitierten Stadien, dann das intermediäre Stadium. Das sind eben Patienten, die ein Stadium 1 oder 2 mit Risikofaktoren haben. Und dann rot, das sind die Patienten, die haben einen vorgeschrittenen Tumor. Und Sie sehen, es wird eigentlich bei jedem Stadium unterschieden, ist der Patient jünger oder älter als 60. Wieso? Eben weil die Älteren über 60 eine intensive Behandlung eigentlich nicht tolerieren und deswegen muss man die Therapie entsprechend anpassen. Und Sie sehen auch hier, zum Beispiel im limitierten Stadium, jüngerer Patient hat vielleicht ein Lymphknoten befallen. Was machen wir? Er erhält 2 Zyklen einer Chemotherapie, also das sind insgesamt 4 Chemotherapien im Abstand von jeweils 2 Wochen. Das heißt, nach 2 Monaten hat er die Chemotherapie vorbei und dann bekommt er noch eine Bestrahlung des betroffenen Lymphknotens. Oder es gibt die zweite Option, dass man einfach 3 Zyklen dieser Chemotherapie macht, also 3 Monate Chemotherapie. Und wenn dann die Röntgenuntersuchungen in Ordnung sind, dann braucht er keine weitere Behandlung. Das ist so die einfachste Situation. Und in dieser Situation hat der Patient eine Behandlung von etwa, sagen wir, 3 bis maximal 4 Monaten. In dieser Situation, wo wir ein vorgeschrittenes Tumorstadium haben, bei jüngeren Patienten, sehen Sie, gibt es mehrere Möglichkeiten. Es gibt die Möglichkeit, eben im Rahmen einer Studie behandelt zu werden. Die Möglichkeit einer intensiven Chemotherapie oder die Möglichkeit einer etwas leichteren Chemotherapie, die hat aber am Schluss ein bisschen ein erhöhtes Rückfallrisiko. Und das muss man gut abwägen mit dem Patienten, welche Therapie für ihn die beste ist. Und Sie sehen wirklich, es gibt für jede Situation auch mehrere Möglichkeiten. Deswegen seien Sie nicht verunsichert, wenn Sie vielleicht anders behandelt wurden, als ich jetzt hier gezeigt habe. Ich komme zum ersten Beispiel. Das ist ein sehr junger Patient, 23-jährig. Der hat sich beim Hausarzt vorgestellt wegen Atemnot und einem Druck im Brustbereich. Und Sie sehen hier ein Röntgenbild. Da hat der Patient die Arme so nach oben gestreckt. Das ist die rechte Lunge, dann die linke Lunge. Und hier sehen Sie, das ist das Herz da. Und hier sehen Sie einen großen Tumor im Brustraum. Das sehen Sie auch, das ist ein Computertomogramm, also ein Schichtröntgen. Und da sehen Sie auch, das ist ein riesiger Tumor im Brustbereich, quasi zwischen den Lungenflügeln. Und im oberen Bild sehen Sie noch die Nadel, wo der Röntgenspezialist dann reingestochen hat, um Biopsie, um Gewebe zu erhalten. Man hat auch eine PET-Untersuchung gemacht. Das haben Sie vorher beim Vortrag von Professor Nowak schon gesehen. Das ist wirklich eine Ganzkörperuntersuchung, wo man dem Patienten radioaktiv markierte Zuckerlösung spritzt. Man macht das radioaktiv, damit man das im Bild dann zeigen kann. Und normalerweise bei jedem Menschen geht das Kontrastmittel natürlich ins Hirn, wo Zucker hingeht. Dort darf es so gelb ausschauen wie auf diesem Bild. Es geht dann über den Kreislauf in die Nieren. Deswegen sind die Nieren auch häufig gelb.
und in die Blasen wird dann ausgeschieden. Aber hier, wo es so gelb ist oder weiß auf der linken Seite, das ist Tumor und das gehört da sicher nicht hin. Der Patient hat ein Stadium 2 gehabt mit Risikofaktoren und wir haben mit ihm intensiv diskutiert und ihn in eine Studie eingeschlossen, in die HD21-Studie. Die vergleicht eine Standardchemotherapie mit einer neuen Kombination, mit einem Medikament, das Professor Novak schon erwähnt hat. Ich komme nachher noch dazu, ein sogenanntes Antibody-Drug-Konjugat. Und er hat aber die klassische Chemotherapie erhalten und ist nach Ende der 4 Zyklen Chemotherapie, die sehr intensiv war, es waren mehrere Medikamente, die man da gegeben hat, mit entsprechenden Nebenwirkungen wie Haarausfall, Übelkeit, Schleimhautentzündungen, Stuhlunregelmäßigkeit, Müdigkeit. Das hat es gemacht, aber es hat sehr gut funktioniert und der Patient hat sich nachher wieder ausgezeichnet erholt und hat vor allem keine Komplikationen gehabt, weil diese Therapien, die so intensiv sind, die können auch mal schwere Infektionen verursachen. Aber es ist zum Glück alles gut gegangen und der Patient ist geheilt. Dann das zweite Beispiel, das ist ein 82-jähriger Patient, rüstig, war beim Hausarzt, das war in der Covid-Zeit, war beim Hausarzt wegen Husten und Räuspern seit Wochen, war nicht geimpft gegen Covid. Man hat dann als erstes einen Covid-Test gemacht, der war negativ. Dann hat der Patient angegeben, dass er auch Gewicht verloren hat und dass er einfach nicht mehr so gut mag wie früher und so. Wenn man ihn genau fragt, sagt er, ja, etwa seit 6 Monaten gibt es einen Leistungsknick. Die Hausärztin hat dann ein Röntgenbild gemacht und gesehen, dass da etwas nicht stimmt und hat ihn uns zugewiesen. Zu erwähnen ist vielleicht noch, der Patient hat eine bekannte Herzkrankheit, eine Nierenkrankheit und eine Schwerhörigkeit. Und das ist nun jetzt wieder so ein PET-Bild. Da sehen Sie, im ersten Bild sehen Sie, das ist die Lunge da, das ist das Herz. Und was so gelb leuchtet, das ist die Leber. Also er hat einen Befall in der Leber von, sagen wir mal, Tumor. Das unten ist die Harnblase und auf dem zweiten Bild sehen Sie so gelbe Punkte im Bauchraum. Das sind verschiedene Lymphdrüsen, die befallen waren. Jetzt ein betagter Mensch mit verschiedenen Vorerkrankungen. Wie behandelt man ihn? Chemotherapien bei älteren Menschen können schwere Probleme verursachen. Sie können Lungenschädigungen machen, Herzschädigungen und schwere Infektionen. Und das Risiko, an einer solchen Behandlung zu sterben, ist deutlich erhöht. Deswegen sollte man schauen, dass man eine Behandlung macht, die gut verträglich ist und dem Patienten auch angepasst ist und die möglichst wenig Nebenwirkungen macht. Und sie sollte gut wirksam sein und zur Heilung führen. Wir haben uns entschieden, bei diesen Patienten eine ganz leichte, kurze Chemotherapie zu machen und ihm eine neue Therapie zu verabreichen, dieses sogenannte Antibody-Drug-Konjugat. Das ist im Prinzip ein Antikörper und daran ist eine Chemotherapie gebunden. Und Sie sehen da die Lymphomzelle, also das ist eine Hodgkin-Zelle. Und das Rote, das ist so ein Eiweiß, das CD30. Und dieses Medikament, dieses Brentuximab, ist ein Antikörper, der das CD30 erkennt und daran bindet. Und hinten dran ist die Chemotherapie, die Sternchen da, das ist die Chemotherapie. Und was passiert jetzt, wenn wir dieses Medikament da verabreichen und das geht da dran? Dann bindet es eben an die Zelle. Die Zelle nimmt das Medikament auf und die Chemotherapie kann in der Zelle wirken. Also es ist spezifisch auf diese Lymphomzelle. Die Chemotherapie selber, die
die wir zusätzlich gegeben haben, das ist eine breite Chemotherapie. Die zerstört auch gesunde Zellen. Und hier ist es wirklich spezifisch auf diese Zellen, die CD30 haben. Der Patient wurde, wie gesagt, behandelt und Sie sehen, das ist jetzt ein Querschnitt, das ist ein Ausschnitt aus der Leber. Da sehen Sie, das Gelbe ist wieder das Lymphom. Das ist vor und das rechts ist nach Behandlung. Also sind alle Lymphomanteile verschwunden und der Patient ist lymphomfrei. Was hat er an Nebenwirkungen gehabt? Er hat etwas Übelkeit verspürt, er müsste sich ein bisschen öfters erholen, hat sich hin und wieder auch am Tag hingelegt, hat leichten Haarausfall, aber er konnte eigentlich seinen Alltag normal gestalten. Jetzt, ich habe gesagt, der erste Patient haben wir in eine Studie eingeschlossen und Sie fragen sich vielleicht, wieso soll ich in eine Studie gehen, wenn ja die Medikamente so gut sind. Man kann sagen, die Studien sind das, was den Fortschritt gebracht hat. Also in den 40er Jahren war ein Hodgkin ein Todesurteil. Und Sie sehen mit der Zeit, das ist 65, 75, 80, 93, das sind die Überlebenskurven. Und Sie sehen, Sie sehen, dass mit der Therapie mit diesem BICOP-Schema, das unser junger Patient gehabt hat, sind die meisten Patienten geheilt. Und das war vorher natürlich nicht so. Also Sie sehen oben 100% Heilung und da sehen Sie zum Beispiel, ohne Therapie sind über 50% der Patienten innerhalb eines Jahres gestorben. Also das ist ein Riesenfortschritt. Man könnte sagen, ja, jetzt sind wir so gut mit diesem BICOP-Schema, da brauchen wir nichts weiteres. Das ist aber nicht richtig. BICOP ist, wie gesagt, eine sehr starke Therapie, nur für Jüngere. Und Sie können auch, das BICOP-Schema kann auch Langzeitnebenwirkungen machen. Ich gehe später noch darauf ein. Und die Idee mit den neuen Studien ist wirklich, die Therapie zu verkürzen und, sagen wir, weniger toxisch zu machen. Früher hat man auch noch viel Bestrahlung gegeben, viel mehr als heute. Es ist auch wichtig, dass wir weniger Strahlentherapie benutzen, weil Strahlentherapie kann auch Spätfolgen haben. Das werde ich Ihnen nachher noch erklären. Wie häufig sind denn Rückfälle? Also das ist eine Studie der eben erwähnten deutschen Hodgkin-Gruppe. Und da sehen Sie, wie viele Patienten nach 5 Jahren eigentlich tumorfrei sind. Und das sind nahezu 100%, also ein sehr gutes Resultat. Und die Rückfälle, die sind halt abhängig vom Stadium, vom Risikofaktor, vom Gesamtzustand des Patienten, ob er andere Erkrankungen hat oder nicht und ob er überhaupt richtig behandelbar ist. Weil es gibt einfach Patienten, die sind zu schwer krank, um eine richtige Behandlung zu erhalten. Was man sicher sagen kann, ist, dass die Überlebenswahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch ist. Das gilt vor allem für jüngere Patienten, die eine volle Therapie erhalten können. Also die meisten Patienten überstehen die Krankheit gut. Wenn es zu einem Rückfall kommt, dann ist die Situation etwas schwieriger. Also betagte Menschen mit einem Rückfall, da kann man eigentlich keine sogenannte kurative Therapie mehr machen, also man kann keine Heilung mehr anstreben. Bei jüngeren Patienten ist es so, dass man Richtung Transplantation geht. Das hat Professor Novak vorhin schon erwähnt. Es gibt verschiedene Transplantationen, die autologe, die allogene, da möchte ich jetzt nicht weiter darauf eingehen. Aber das ist sicher eine sehr starke Behandlung und das kommt nur bei jüngeren Patienten und fitten Patienten in Frage. Und bei betagteren Patienten wird man in der Regel eine palliative Therapie machen bei einem Rückfall. Das heißt, man wird schauen, dass man die Symptome behandeln kann, dass der Patient möglichst lange eine gute Lebensqualität hat, aber man hat nicht den Anspruch,
die, die Krankheit zu heilen, weil das in dieser Situation heute noch nicht möglich ist. Jetzt die Spätfolgen der Therapie, das ist wirklich ganz entscheidend. Also mit all den Studien, die die deutsche Hodgkin-Studiengruppe gemacht hat, hat man gesehen, dass man die Therapie wirklich auch kürzer machen kann, weniger toxisch machen kann und somit für den Patienten weniger Risiken bietet. Mit den früheren Behandlungen, wo die Patienten wirklich starke Chemotherapien und noch starke Bestrahlung erhalten haben, muss man sagen, hat es viele Spätprobleme gegeben. Und das sind dann eben Probleme, die vielleicht nach 10, 20 oder 30 Jahren auftreten. Aber wenn der Patient bei der Behandlung 20 war, dann ist das eben schon entscheidend. Und was nicht so selten ist bei eine Behandlung von einem Morbus Hodgkin ist das Fatigue-Syndrom. Also die Patienten haben eine chronische Müdigkeit und die bereitet ihnen sehr große Schmerzen. Vielleicht haben wir nachher noch Kommentare dazu. Dann Schilddrüsenprobleme. Also je nachdem, wenn man jetzt bestrahlen muss im Bereich der Schilddrüse, dann kann es sein, dass es nachher zu einer Unterfunktion kommt. Das ist nicht so problematisch. Problematischer sind vor allem Herz- und Lungenprobleme. Wenn man gezwungen ist, eine Bestrahlung im Bereich des Brustbereichs zu machen, dann ist das Herz in der Nähe, dann ist die Lunge in der Nähe und dann kann es zu chronischen Schädigungen kommen. Und die kommen eben häufig Jahrzehnte später. Und was wichtig ist bei jungen Frauen, die wir behandeln, ist, dass wir versuchen, möglichst keine Bestrahlung im Brustbereich zu machen. Wenn man das machen muss, das muss man immer noch heute, früher hat man das sehr häufig gemacht, dann ist das Risiko für eine spätere Brustkrebserkrankung deutlich erhöht. Und diese Frauen muss man viel strenger nachkontrollieren als andere Frauen. Und dann gibt es ein ganz kleines Risiko, vor allem bei starken Therapien für ein späteres Auftreten einer Leukämie. Und ein wichtiges Thema ist bei jungen Menschen die Unfruchtbarkeit durch die Behandlung. Und deswegen schicken wir alle jungen Patienten mit Kinderwunsch, Männer und Frauen, in die Fertilitätssprechstunde, wo geschaut wird, was kann man machen, damit sie die Patienten später Kinder haben können. Wichtig, eben wie gesagt, diese Spätfolgen. Wichtig ist in der Nachsorge, dass man nicht nur schaut, kommt es zu einem Rückfall oder nicht. Das Risiko ist relativ klein, habe ich Ihnen gesagt. Man muss eben auch schauen, dass es keine Spätfolgen gibt und deswegen sollte immer bei den Nachkontrollen der Blutdruck, Cholesterin, Zuckerwerte kontrolliert werden und entsprechend behandelt werden. Man sollte die Patienten animieren, ein normales Körpergewicht anzustreben und zu halten. Man sollte ihnen empfehlen, auf eine gesunde Ernährung zu achten, die sogenannte Mittelmeerdiät. Das ist eigentlich nicht eine Diät, sondern das ist eine gesunde Lebensweise mit viel Obst, Gemüse, Nüssen, Fisch, wenig Fleisch, Nüsse etc. Und man soll die Patienten auch animieren, sich viel zu bewegen, nicht zu rauchen. Und ich habe hier noch eine Impfung, ein Bild von einer Impfung angefügt. Wichtig ist, also wir sprechen jetzt heute praktisch nur noch von Covid. Also Covid-Impfung sollten alle Patienten erhalten, die eine Chemotherapie mit Bleomycin erhalten haben. Aber man muss auch schauen, braucht es die Grippeimpfung, braucht es eine Pneumokokkenimpfung gegen zum Beispiel Lungenentzündung und das darf man auch nicht vergessen in der Nachsorge. Damit bin ich am Ende meiner Ausführungen und wir kommen zur Diskussion.